BD1. Ich bin Cal. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber überleben. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Order 66 aus. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auch dich verraten. Niemand stoppt das Imperium. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jedi Survivor. Ach, wie habe ich mich drauf gefreut. Ich habe ewig gewartet. Wer schon länger dabei ist, wird wissen, das war das allererste Spiel, was ich gestreamt habe damals. Ohne zu wissen, was Twitch überhaupt ist. Und damit fing alles an. Und heute, 2 Jahre und 3 Monate später, haben wir Teil 2. Ist das nicht geil? Ja, los geht's. Was sollen wir warten? Starten. Story-Modus. Ganz entscheidend. Spielende, die sich auf die Story konzentrieren. Spielende, die sich auf die Story konzentrieren möchten und eine minimale Kampferfahrung suchen. Jederzeit in den Spielmenüs änderbar. Paradefenster angehender Schaden, Gegner Aggression. Okay. Hau rein. Tipps der Machtinteraktion, ja. Ja, gerne. Überspringen von Dialogzeilen? Nee, das wollen wir nicht. Okay, los geht's. Oh. Der erste Absturz. Du zockst auch im Story-Mode und hast trotzdem den schwersten Boss-Fight deines Lebens gehabt? Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. Aber fuck, ich hätte gerne das Raytracing gesehen. Das stört mich jetzt ein bisschen. Naja. So ist das halt. Ah, okay, gut. Gut. Guck ich mir nachher mal an. Dann weiß ich ja, was mich erwartet. Oh, ärgert mich, dass das OBS abgestürzt ist. Wir hatten jetzt die ganze Zeit Ruhe. Wir waren vielleicht nicht so anspruchsvoll, die letzten Spiele. Vielleicht deswegen.
Was der Schauspieler jetzt schon alles gemacht hat, ne? Das ist Wahnsinn. Wie klein der angefangen hat. Und was der mittlerweile schon gerissen hat. Das ist schon krass. Gut war er als Joker in der Serie Gotham. Ah, ich wollte die Chatschrift größer machen. Hab ich vergessen. Mal wieder. Okay, nächste Mal. Sieht das schon mal ganz cool aus. Trotzdem hätte ich gerne das Raytracing gesehen. Dieser Bereich ist abgeriegelt. Nennt euer Anliegen. Sightseeing. Ich habe die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi. Und wir haben ihn lebend ergriffen. Das ist doch aber trojanisches Pferd, oder? Der lässt sich doch nicht gefangen nehmen. Hey. Ja, das ist schon Spiel. Ja, jetzt lass mich doch mal gucken. Ja, schön. Schön sieht's aus. Leise? Okay. Dann machen wir's lauter. Wir müssen gehen. Oh, ist echt leise, ne? So, probieren wir mal so. Ja, ich komme. Hier lang. Wir machen einen Umweg. Alles klar, super. Danke dir, Zeus. Wir retten in einem Labyrinth. Das gefällt mir nicht. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Ich hoffe nur, dass die Balance zwischen Stimme und Spiel nicht zu gering ist. Wenn es dann zu Action kommt. Aber das sehen wir dann. Ich habe Rechte, wissen Sie? Gehen Sie freiwillig oder wir verhaften Sie. No! Wir sind Bürger, so können Sie uns nicht behandeln. Bürger. Ja, sag mehr. Ebene 2046 hat schon bessere Tage gesehen. Krieg ist teuer. Irgendwer muss ihn bezahlen. Guten Tag. Ich bin Senator Darosin. Guten Tag. Es ist schwer genug, in dieser Galaxis über die Runden zu kommen. Nicht, wenn man der Propaganda glaubt. Schnauze, Gefangener. Das sind die Eckpfeiler des Imperiums. Aber wie können wir Fortschritte machen, wenn Terrorist... Oh, wie geil, ey. ...einen Senator treffen werde? Heutzutage zeigt er sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Gut, dass er für uns eine Ausnahme macht. Tja, wir haben etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Ich seh's! Schick, schick! Wie haben Sie auf meinen Rollpunkt schon gescannt? Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Und schon geht's weiter. Achtung! Für Ebene 2046 geht auf Befehl von Senator Sajan ab sofort eine Ausgangssperre. Räumen Sie die Straßen und bleiben Sie bis auf Weiteres in Ihren Häusern. Jede Zuwiderhandlung führt zur Inhaftierung durch die Sicherheitspatrouille. Komm hierher, Jedi. Wow. Der von Ihnen bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Aha. Terrorist.
Habe ich recht mit dem trojanischen Pferd? Also ich habe kein Gameplay gesehen, ich habe nichts gesehen, nur den Release-Trailer. Ich wollte mich nicht spoilern lassen. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Ist immer schön, einen Fan zu treffen. Hier entlang, Jedi. Hey. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Der muss in einwandfreien Zustand sein. Die Dogs. Coruscant. Den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Aua. Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltener Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Willkommen zurück, liebe Nicht-Abonnenten. Bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern, Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, sodass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norsit. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Saw Gerrera gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Das geht nicht. Das werde ich nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Mein kleiner Android. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. BD? Das gehört mir. LT Magnet. Her damit. Tippe RT an, um mit Schub einen einzelnen Gegner zurückzuwerfen. Und halte, um eine Gruppe von Gegnern zurückzuwerfen. Okay. Mit dem Lichtschwert angreifen. Jawohl. Beautiful. Ich will ihn leben. Kommt und holt mich. Hey, hey. Machtangriff. Fasst ihn einfach. Das ist alles, Senator. Kommt hier raus, dann reden wir. Tötet den Attentäter. Ausweichen mit B, okay. Schön. Oh, trinken.
Danke mir. Moin. Nicht so schnell, Senator. Los, BD. Jetzt kommt er zu uns. Ja. Endlich, ne? Ein bisschen eng. Oh, wie besprochen beim letzten Stream. Ist doch sehr laut jetzt, oder? Alles okay. So, ich glaube, so ist besser. Wir müssen zu dieser Yacht. Hehehe. Na, hoch komme ich nicht. Aber darüber, jawoll. Das war knapp, Kumpel. Das ist nicht dein Fehler. Wir holen die Yacht schon ein. Eben. Wir haben es ja drauf. Das erste Spiel habe ich so geliebt, ne? So gesuchtet. Wir müssen weg, BD. Eins der wenigen Spiele, die ich auf 100% gemacht habe. Wedelt mit dem Duftbäumchen. Oh, eine Kiste. Sonst noch was? Ja, erstmal die Kiste holen. Ha. Achso, er ist. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und? Geduld. Okay. Ich kann sie nicht öffnen. Ja, komm doch. Zufällig eine Lösung, oder? Wir müssen diese Yacht vor dem Imperium finden. Da ist er doch. Ist es sicher hier oben? Warte. Erstmal nach Loot gucken. Loot ist sehr wichtig hier in dem Spiel. So. Egal welche Informationen der Senator hat, ich hoffe, sie sind das Risiko wert. Bestimmt. Die Hoffnung nie auf, was, Kumpel? Da nichts versteckt? Ah, okay. Oh, hier geht's hoch. Fallen lassen und er macht hier gleich Cirque du Soleil draus. Haben wir das Ziel im Blick? Noch nicht. Vorwärts, los, los, los! Dort können wir uns ausruhen. Okay. Machen Meditationspunkt, cool. Können wir direkt ein bisschen aufstocken. Meditationspunkte. Die Interaktion mit einem Meditationspunkt speichert das Spiel und ermöglicht den Zugriff auf mehrere andere Spieloptionen. Ausruhen. Wenn du dich an einem Meditationspunkt ausruhst, regenerierst du Cals Gesundheit und Macht und alle Gegner respawnen. Ach, das ist immer noch so. Okay. Später im ersten Teil war das ganz cool. Zum Looten. Ja, man hat ein Level geklärt und hat dann sich ausgeruht. Alle sind gespawnt, man ist nochmal durchgerannt. Am Anfang war das allerdings etwas schwierig, muss ich gestehen. Ja, unter Fähigkeitenbaum, natürlich. So, Fähigkeiten. Einen Punkt haben wir. Überleben, Lichtschwert, Macht.
Achso, nur bei Lichtschwert ist einer verfügbar. Oh, gibt es da jetzt verschiedene Punkte? Lass mich mal gucken. Null verfügbar, tatsächlich. Okay, dann hier. So, ausfallender Schlag. Okay, muss ich den halt nehmen. Halte Y, um einen weitreichenden Stoßangriff auszuführen. Okay. Wenn du das sagst. Sind wir noch da? Ich muss jetzt ab und zu mal in OBS gucken. Da es ja anscheinend wieder am Abstürzen ist. Nicht, dass wir da irgendwie nicht merken, dass es abgekackt ist. Oh, ein Echo. Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Erschießt ihn. Hinten war nichts, oder? Ja, bitte. Lass uns erstmal gucken. Wir wollen doch looten. Wir brauchen doch den ganzen Kram, um aufzurüsten. Ja, da können wir nichts machen. Da oben irgendwas versteckt vielleicht. Muss ja schon einen Grund haben, dass man da hoch kann, ne? Ah, was stand da? Verdammt. Hat das irgendjemand gelesen? Komm hier rüber, Eindringling. Ich denke mal, dass es wichtig war. Wahrscheinlich, wie sagt man auf Deutsch? Alter, wo geht's denn hier überall lang? Okay. Wahrscheinlich blocken. Okay, wir sind wieder da. Holokarte freigeschaltet. Die Holokarte zeigt Cals aktuelle Position und die Position des Hauptziels an. Das Gebiet mit dem Hauptziel wird zudem in Gold hervorgehoben. Das ist aber nett. Steuerung. Gelbe Tore führen zu unerforschten Gebieten. Grüne Elemente zeigen verfügbare Wege an, während rote Elemente aktuell gesperrt sind. Du kannst die Farben in den Barrierefreiheit-Einstellungen ändern. Ja, nett. Legende und Sammelobjekte. Die Legende zeigt Symbole für andere Sehenswürdigkeiten und Filter an, die ein- und ausgeschaltet werden können. Unter Sammelobjekte wird dein Fortschritt für das aktuelle Gebiet angezeigt. Okay. Show me the map. Bleib immer noch dahin. Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. Okay, wir sind jetzt gerade. Wo ist Zoom? Kein Zoom, okay. Doch, Zoom. Wir sind jetzt gerade hier hochgekrabbelt. Wir könnten aber auch noch da lang, ja. Ebene tiefer. Geht nicht, okay. Ah, doch, halt. Hier sind wir eben hochgekrabbelt. Und dann anstatt da lang zu gehen, sind wir da hoch. Und sind jetzt hier. So, dann geht's hier weiter. Und da geht's auch noch rein. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. Kommen wir nochmal zurück? Ja. Wir brauchen ja den Loot. So, gehen wir erstmal wieder da runter. Und gehen durch die Tür.
Weil ich dachte, dass die Tür, dass es da weitergeht. Aber ist anscheinend nur ein Lager oder irgendwas. Ne? Geduld. Okay. So, dann gehen wir mal darüber. Also hier rüber. Gucken da mal. Gibt es hier auch noch was einzusammeln? Ja. Irgendein seltenes Mineral nehme ich an. Pyoritklumpen gefunden. Okay. Dann können wir da oben weitergehen. Hier. Gehen wir nach unserer Schicht einen ab, Matt? Klar, ein Turbodor könnte ich schon vertragen. Ich habe gehört, die machen sie aus Scratch. Das ist nur ein Gerücht. Schön. Was ist mit diesem Nudel aus? Auf den Boden! Kein Loot? Okay, dann rüber. Ah ja, LB. Ist immer noch aktiv. Hey. Tschüss. Not with me. Ich kann nicht glauben, dass wir eine Zusatzschicht machen müssen. Viele Verbrechen auf den Straßen zurzeit. Drücke rechts, um den Lichtschwert-Kampfstil zu wechseln. Oh. Ich hab dich. Geil. Doppelschwert. Beautiful. Das ist nix, ne. Okay. Nicht schießen. Das wirst du nicht. Wir sind bald da. Alles klar bei dir, BD? Alles klar, Herr Kommissar. Oh. Ich nach unten sehen.